Ciao ragazzi, herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier aus dem wunderschönen Sizilien. Ich nehme euch heute mit an einen meiner absoluten Lieblingsorte und zwar nehme ich euch heute mit nach Taormina. Ihr seht schon, Berge, Meer und so ein bisschen Positano oder Amalfi-Küsten-Feeling hat man hier. Man nennt es auch die kleine Amalfi-Küste von Sizilien. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns gleich. Ja, Freunde, bevor wir Taormina erkunden, zeige ich euch nochmal kurz unsere wundervolle Airbnb. Da hat der Patrick mal wieder Meisterleistung absolviert, sich so ein schönes Schmuckstück hier rauszusuchen. Wir haben einen absolut genialen Pool mit Aussicht auf Taormina und das Mittelmeer. Und die Unterkunft teilt sich in zwei Häuser. Einmal ein größeres Haus, in dem wir sind, und ein kleineres Haus, wo es noch weitere Gäste gibt. Dann teilt man sich den Pool und den Essbereich. Und wenn ihr Glück habt, seid ihr auch nur alleine hier. Und ich zeige euch jetzt mal kurz unsere Unterkunft, wie es drin aussieht. Let's take a look inside. Hallöchen. Hallo. Buongiorno. Schaut euch mal an. Wir haben unsere Unterkunft auf zwei Etagen. Ich zeige euch erstmal die untere Etage. Besteht aus einem Wohnzimmer und Essbereich. Ich habe es euch ja schon mal in Italien gesagt. Die Unterkünfte sind nicht immer modernst eingerichtet. Wir haben hier eine wundervolle Ledercouch mit grauem Lederbezug und marineblau. Wunderschön. Dazu noch die orange Wanddeko und lila Schränke. Aber so ist es hier in Italien. Da muss auch nicht immer alles zusammenpassen. Die Küchennische ist allerdings sehr schön, muss ich sagen. Wir haben hier einmal einen Kühlschrank. Dann haben wir sogar noch ein Gefrierfach. Ich weiß es nicht. Ah, Gefrierfach ist auch da. Das heißt, ihr könnt auf jeden Fall euch Gelato mitnehmen und dann später morgens frühstücken. Wir haben einen Gasherd. Das heißt, man kann auf jeden Fall auch was kochen. Und Mikrowelle und Kaffeemaschine. Und das ist die erste Airbnb, in der wir auch eine Nespresso-Kapselmaschine haben. Ich bin begeistert. Toaster ist auch da und Wasserkocher. Dann haben wir noch hier als kleines Welcome Kekse, Kaffee, Zucker und hier Instant-Kaffee. So, dann schauen wir uns mal hier das erste Schlafzimmer an. Oh, das ist genial, Leute. Wir haben gerade gefragt und die Airbnb wurde auf dem Skelett eines alten Hauses gebaut und die Mauern des alten Hauses sind hier noch integriert. Ey, muss ich sagen, richtig vom Feinsten. Super schön sieht das aus, fast wie so eine Art Höhle. Und hier sieht man noch ein Badezimmer mit Dusche und Toilette und Spiegel. So, das ist hier das erste Zimmer. Alle Zimmer und Räumlichkeiten sind klimatisiert. Und jetzt zeige ich euch mal unser Schlafzimmer. Geht nach oben. Wir haben so eine Treppe und es erinnert mich an unsere Airbnb ein bisschen aus Palermo, die wir damals hatten. Da hatten wir nämlich auch das Ganze aufgeteilt auf zwei Etagen und so eine Art Lobby oben. Aber wie riesig ist das bitte? Hier haben wir noch einen Schrank, Ausblick nach draußen auf unseren Parkplatz und Ausblick auf Taormina. Junge, 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 ist das schön. Ich würde sagen, ich gehe jetzt noch mal kurz an den Pool, zeige euch den. Da sitzen auch gerade noch ein paar andere Gäste. Aber dann geht's nach Taormina in die Innenstadt. Let's do this. Ja, Leute, da kommt auch schon die Sonne raus hier an unserer Airbnb. Wir haben unseren Pool eigentlich komplett für uns alleine und wir schauen von hier aus direkt auf Taormina. Hinter uns befindet sich die Altstadt und wir genehmigen uns jetzt eine kleine Auszeit zusammen mit Stella und genießen so ein bisschen die Sonne. Ja. Und ich zeige euch ein paar schöne Aufnahmen hier von unserem wunderschönen Anwesen hier. Wenn ihr es auch buchen wollt, dann packe ich euch einen Link in die Beschreibung, dann könnt ihr meinen Travel Guide nämlich abchecken. Da habe ich ganz, ganz viele solcher schönen Unterkünfte, viele Airbnbs auf der ganzen Insel verstreut, die ich extra für euch vorbereitet habe. Man muss dazu sagen, in Italien sind die Unterkünfte doch ein bisschen teurer. Also ich würde schon eher so ein bisschen was preislich Höheres buchen, damit ihr auch später zufrieden seid mit dem Standard und so. Aber es lohnt sich auch wirklich. Also schaut euch das mal an. Wir zahlen jetzt hier auch nicht eine Menge Kohle. Wir sind jetzt auch zu dritt hier. Das heißt, am meisten lohnt es sich, wenn ihr irgendwie wirklich zu viert fahrt, also als zwei Pärchen vielleicht oder als Familie. Dann lohnt es sich hier auf jeden Fall so ein Anwesen zu buchen, eine Villa. Dann habt ihr auch einen eigenen Pool und
einfach die absolute geniale Atmosphäre. Also Leute, checkt gerne meinen Travel Guide aus. Ich habe, wie gesagt, viele Tipps für Sizilien, die ich auch in meinen Videos jetzt noch nicht erwähnt hatte. Und da werdet ihr auf jeden Fall fündig, falls ihr auch einen Trip nach Sizilien plant. Wenn man durch die malerischen Gassen von Taormina schlendert, entdeckt man überall die traditionellen Geschirrtücherläden. Oft mit Zitronenmotiven, die sich perfekt als Souvenir eignen. Besonders auffällig sind die Mohrenköpfe aus Porzellan, die überall verkauft werden. Diese kunstvollen Figuren haben eine spannende Geschichte. Achtung! Der Legende nach verliebte sich eine schöne Sizilianerin in einen jungen Mauren. Als sie jedoch erfuhr, dass er eine Familie in seiner Heimat hatte und sie verlassen wollte, ermordete sie ihn aus Eifersucht und trennte ihm den Kopf ab. Sie nutzte seinen Kopf als Blumentopf, der prächtig blühte. Heute stehen die Mohrenköpfe als Symbol für die leidenschaftliche und dramatische Kultur Siziliens und sind das perfekte Stück Geschichte zum Mitnehmen. So, Freunde, eine kleine Empfehlung von mir. Pasticceria Minotauro. Die machen hier alle wunderschönen Gebäcke hinten selber und es riecht und duftet so schön. Und eine Spezialität, die es hier auf Sizilien gibt, sind Früchte, die aber aus Marzipan hergestellt werden, in absoluter Handarbeit. Man sieht hier sogar, ich finde die Fugen, die sehen richtig, richtig gut aus, wie richtig schöne Steinpilze, allerdings aus Marzipan. Richtig, richtig cool. Wenn ihr hier seid, unbedingt mal abchecken. Es ist eine richtig leckere Patisserie, wo ihr leckere Gebäcke bekommt zum Frühstück. Ich habe mir zum Beispiel so einen kleinen Pistazien-Cannoli bestellt. 1,20 Euro kostet der, glaube ich. Schmeckt ein bisschen mehr nach Ricotta, muss ich sagen. Ich hätte mir jetzt mehr Pistazie erhofft, aber trotzdem richtig, richtig lecker. Und das perfekte italienische Frühstück. Hier ist noch ein Espresso, dann wäre ich happy. Holen wir uns aber auch gleich noch. Hallo ragazzi, neben einem leckeren Cannoli mit Pistazie starten wir unseren Tag mit absolut genialen Granite. Und Stella hat uns eine Bar rausgesucht, die besten Granite in ganz Taormina serviert. Ihr seht schon, die Schlange ist ziemlich lang, man muss sich hier auf jeden Fall mit Anstellen vergnügen. Allerdings lohnt es sich ja immens. Wir haben schon ein paar Promis, ne? Ja. Schon gesehen hier Chiara Ferragni, die liebe ich ja. Da ist ein Bild mit denen. Ne? Ja, ich glaube auch ein paar Hollywood-Stars waren hier auch schon mal in Taormina und genau in dieser Bar. Und deswegen ist sie auch so berühmt. Aber es schmeckt auch wirklich gut. Es ist kein Fake-Spot. Ja, wirklich. Und deswegen empfehlen wir es euch auch, hier hinzukommen. Das ist so unser tägliches Ritual, wenn wir jetzt hier während wir jetzt hier in Taormina sind, immer hierher zu kommen. Und die Schlange löst sich auch relativ schnell auf. Und was es damit auf sich hat, zeige ich euch gleich. Sì, grazie. Perfetto. Zane o zane? Caffè mi zane. Perfetto. Alles klar? Grazie. Mit brioche o ohne brioche? Mit brioche. Einmal. Alles klar. Grazie. So Leute, wir haben einen Sitzplatz ergattert. Und das hier ist der Shit. Wenn ihr mal nach Taormina kommt oder generell nach Sizilien, dann findet ihr überall an jeder Ecke Granite. Das ist wie so eine Art, ich würde sagen, fast Slush-Eis. Pürierte Früchte. Viel besser. Das könnt ihr noch mit Sahne bestellen, hat meine Mama gemacht. Ah, richtig. Und es gibt auch noch Pistazien. Habe ich bisher hier noch nicht gesehen. Vielleicht ist auch gerade nicht so die Saison. Gerade hier bei diesen Spots, die sehr, sehr gut sind, die achten auch darauf, dass sie saisonale Früchte oder Nüsse verwenden. Und ihr esst das Ganze mit einem Brioche. Ja. Habe ich auch noch nie gesehen, dass man Eis mit so einem Milchbrötchen isst. Aber it's the Italian way. Ich probiere es auch mal. Boah, ich muss ja sagen, die Erdbeeren sind sowas von genial. Erinnern mich so ein bisschen an meine Omi. Die hat immer so frische Erdbeeren püriert und dann eingefroren. Und dann habe ich das mal als Kind so gelöffelt. Total genial. Wenn ihr herkommt, definitiv mal vorbeischauen. Absolute Empfehlung. Auch für so einen kleinen Stopp.
falls ihr mal irgendwie euch nach etwas Kühlerem sehnt oder einfach nur einen schönen Espresso trinken wollt. Ich würde sagen, so kann man den Tag in Taormina starten, oder? Ohne Taubenphobie. Ohne Taubenphobie, es sind überall Tauben. Tschüss. Taormina verzaubert mit seinen malerischen Gassen, in denen Orangenbäume wachsen und ihr süßer Duft die Luft erfüllt. Diese Stadt war einst die Heimat von Dichtern und Denkern, die von der Schönheit und Magie dieses Ortes inspiriert wurden. Jeder Schritt durch die verwinkelten Straßen ist eine Reise durch die Geschichte und Kultur Siziliens. Ein Ort, an dem Vergangenheit und Poesie in der Luft liegt. So Freunde, wenn ihr in Taormina so ein bisschen der Hitze entfliehen wollt, dann empfehle ich euch einmal in den Botanischen Garten zu kommen. Es ist so schön und das Klima ändert sich direkt, ne? Und es duftet. Es duftet einmalig, wirklich nach Pinien, nach Blumen und einfach nur traumhaft schön. Man sieht hier sogar so alte Architektur. Ich glaube, das war mal früher eine Villa. Das nennt sich auch irgendwie Stadtvilla oder sowas. Wunderschön, sich das Ganze mal anzuschauen. Und von hier aus hat man auch einen Blick aufs Meer. Traumhaft. Wer hier mal gewohnt hat, dem ging es auf jeden Fall ziemlich gut. Leute, da hat die Stella mal einen richtigen Riecher gehabt. Locanda dei Mori. Ein unfassbar schönes Restaurant. Schaut euch das mal an. Ich kann hier draußen sitzen und wir haben uns was Leckeres bestellt. Schatzi, willst du uns mal erklären, was wir hier alles Leckeres haben, du? Also wir haben einmal so eine Art Ofenkartoffeln, Bratkartoffeln. Wow. Dann haben wir Gambas. Dann hat die Mama Aubergine mit Käse überbacken. Sieht aus wie eine Lasagne, ne? Mhm. Burrata. Mit leckeren Tomaten. Ich habe natürlich wieder Spaghetti Bolognese. Ich muss sagen, jetzt noch Brot und wie schön ist das Geschirr? Stimmt. Ich muss sagen, da hattest du da mal einen richtigen Riecher gehabt. Ja, das finde ich aber auch. Ich habe mir Gambas bestellt und duften auch so herrlich. Es gibt hier sogar so ein bisschen Gemüse dazu, ein bisschen gegrillte Paprika, Zucchinis. Das sieht aus wie bei The White Lotus. Ja, das sind die Mohrenköpfe. Die sehen richtig gut aus. Und die Burrata sieht unfassbar gut aus. Leute, ich sag euch eins. Ich glaube, ich bin eine Empfehlung hier. Probier mal die Nudels, bitte. Mutti, hau rein. Ist das Vongole? Natürlich. Darf ich essen? Ja. Was ist schön und das hier? Nicht ja, alles so schön serviert, ne? Richtig lecker, ein Öl, Knoblauch, dann war noch ein bisschen Petersilie. Mega. Danke. Die sehen auch richtig frisch aus, muss ich sagen, ne? Ja. Lass mich mal hier meine Gambaronis probieren. Freunde, the perfect bite. Frische Tomate, Basilikum, Burrata. Boah. Und tolle Atmosphäre. Was läuft hier auch für eine schöne Musik, Leute? Mm. Genial. Bravissimo. Das war mal ein absolutes Highlight und das liebe ich an Italien. Ihr schlendert abseits der Hauptstraße, einfach mal in eine Nebengasse abgebogen und dann findet ihr einfach so ein Prachtstück an Restaurant. Ich werde es auf jeden Fall für euch nochmal verlinken in meinem Travel Guide. Es ist wirklich fantastisch frisch gewesen, tolle Drinks, super Atmosphäre, italienische Musik im Hintergrund und das ist das, was Sizilien für mich ausmacht. Gute Kulinarik und tolles Ambiente. Ein weiterer Tag in Taormina beginnt. Wir sind nach dem gestrigen Essen einfach nur noch ins Bett gefallen. Aber das ist auch das, was Urlaub ausmacht. Relaxen und genießen. Und deswegen nehmen wir euch heute mit an einen Strandtag. Und zwar in Taormina findet ihr die wunderschöne Isola Bella. Eine kleine Insel, die reinragt in das Mittelmeer. Und zu der man sogar zu Fuß rüberlaufen kann, was wir auch machen werden. Aber vorher möchte ich euch noch eine Person vorstellen, die wir am Parkplatz getroffen haben. Wie ihr es bereits aus meinen Videos kennt, liebe ich es ja einheimisch zu unterstützen und zu einer Nonna mit einem eigenen kleinen Lädchen, die Kaffee serviert und Obst aus ihrem eigenen Garten verkauft, kann ich natürlich nicht nein sagen. Und ihr findet diesen Stand am Parkplatz direkt bei der Isola Bella, aber mehr erfahrt ihr jetzt. Ich nehme, glaube ich, noch einen Spremuta. Ciao. Due limonata e una spremuta di arancia. Allora, una limonata. Due limonata. Due limonata. Sì, una spremuta. Una spremuta. E uno prosecco. E uno prosecco, allora. Grazie mille. Due limonate sono 2 euro. E una spremuta. Sì. Sono 5, 3, 3, 6.
sei più un prosecco. Sei? Sei piacere. So, Freunde, wir laufen jetzt gleich zu Isola Bella und direkt hier an dem, wie heißt es nochmal, einfach an der Gondel, die führt einmal nach oben nach Taormina, findet ihr auch eine kleine Bar und da ist eine ältere Dame, die sich nicht filmen lässt, aber ihr müsst die auf jeden Fall unterstützen, hinkommen. Es gibt frische Limonata, was auch frischer Zitronensaft ist, mit Wasser und frischer Orangensaft. Richtig gut. Und das hat uns Villa Stella rausgesucht. Unser Travel Guide für Taormina. So, Freunde. Natürlich müssen wir uns auch eine kleine Auszeit genehmigen hier am Meer und einfach mal ein bisschen das Mittelmeer aufsaugen und spüren. Die Sonne kam gerade ein bisschen durch. Ihr habt ja gesehen, wir hatten die Tage schlechtes Wetter. Deswegen freuen wir uns umso mehr, dass die Sonne jetzt gerade ein bisschen rauskommt. Und wir sind gerade hier am Strand von Taormina. Vor uns direkt Isola Bella. Einen traumhafteren Strand gibt es nicht. Und der lässt sich natürlich auch ein bisschen bezahlen. Ne? Wir haben uns jetzt hier Liegen bestellt vom La Plage Resort. Und die sind jetzt in der ersten Reihe, kosten die 40 Euro, in der zweiten Reihe 30 Euro pro Liege, wohlbemerkt. Aber ich muss sagen, nach den zwei Regentagen war es uns das jetzt wert, vor allem mit so einem wunderschönen Blick auf Isola Bella. Es gibt aber noch verschiedene andere Strände in Naxos drüben und eine Bucht weiter. Da kriegt man die Liegen natürlich ein bisschen günstiger. Aber ich sag mal, wenn man einmal in Taormina ist, dann will man sich den Blick auf die Isola Bella auch nicht entgehen lassen. Deswegen haben wir uns dafür entschieden. Ihr könnt euch aber entscheiden, so viel ihr auch immer wollt. Also alle Strände sind richtig schön, wobei der hier ganz besonders schön ist. Ich wünsche euch viel Spaß mit unseren kleinen Aufnahmen hier vom Strand. Und wir springen jetzt einmal ins Meer. Music play, the fist begin. Steps quicken. Rhythm beats high fresco. Glory note between this world. Jetzt erzählt euch der Krüger auch nochmal hier die Trends auf Sizilien. Und zwar, ihr kennt ja bestimmt alle Aperol Spritz. Kommt ja auch hier ursprünglich aus Italien, verkörpert den italienischen Flair. Hier auf Sizilien oder in der Region Catanias, beziehungsweise wir sind ja in der Region Catanias, Taormina, gibt es den Etna Spritz. Den habe ich mir jetzt gerade bestellt. Der wird mit einem Orangenlikör hier aus der Region hergestellt und einfach aufgefüllt mit Prosecco. Schmeckt nicht ganz so bitter wie Aperol Spritz, hat auch nicht so eine schöne Farbe, aber finde ich sogar einen Ticken angenehmer als Aperol Spritz. Deswegen genießen wir uns den jetzt hier am wunderschönen Strand von Isola Bella. Ciao ragazzi, eine weitere schöne Empfehlung ist die Isola Bella. Dafür steht auch Taormina. Es ist eine Insel, die sich zwischen zwei Buchten befindet und die man einfach auch zu Fuß erreichen kann bei Ebbe. Man kann hier nämlich wunderschön vom Strand aus rübergehen. Es lohnt sich auf jeden Fall ein bisschen früher herzukommen, weil später natürlich die Massentouristen mit den Zügen und mit den Bussen ankommen und sich hier einen ganzen Strandtag genehmigen. Und die Insel kann man auch begehen. Man zahlt 5 Euro Eintritt pro Person. Am besten Cash. Also am besten genau. Bargeld haben, wie gesagt. Am besten immer Bargeld haben. Und was wollte ich noch sagen? Unter 25 sind die Eintritte frei. Theoretisch hättest du ja jetzt nichts zahlen müssen. Oh. Und wir schauen uns jetzt mal die Isola Bella zusammen an, aber es ist einfach nur traumhaft. Vor uns befindet sich so eine Art Bucht, die aussieht einfach wie ein Aquarium. Man sieht so viele schöne Fische, einfach nur traumhaft. Grazie.
Wow, Leute, schaut euch das mal an. Hier muss früher mal so ein Pool gewesen sein. Ich muss mal noch mal kurz durchlesen, ob das hier eine Private Property früher war. Aber stellt euch mal vor, hier ein riesengroßer Pool. Und dann chillst du hier auf deiner Terrasse mit einem Wein, mit einer schönen Frau. Ich würde gerne eine Aquapumpe machen, aber das geht nicht mehr. Machen wir noch mal. Ach so, da ist richtig schwierig. Wie so ein kleines Labyrinth ist das hier, ne? Hm. Was ist hier? Bestimmt wieder gleich so eine Sackgasse. Ja, eine Tür. Hier geht's runter. Eine Tür? Eine Tür, ja, hast du. Das war korrekt. Die Isola Bella war früher im Privatbesitz einer wohlhabenden Familie und man sieht es auf jeden Fall, die Villa ist wirklich geisteskrank schön gewesen. Stell euch mal vor, allein diesen Pool zu haben, dort so ein Barbecue zu feiern und eine Aussicht auf Taormina zu haben. Ich glaube, einen besseren Ort kann man sich nicht erwünschen. Mittlerweile ist es ein kleines Museum. Der Eintritt hat sich auf jeden Fall gelohnt, einfach mal rüber zu laufen. Wenn man schon mal vor Ort ist, sollte man das auf jeden Fall auch machen. Die Aussichten sind traumhaft und ich würde sagen, so nach einem Tag am Strand hat man schon ein bisschen Hunger. Deswegen würde ich sagen, gehen wir wieder hoch nach Taormina. Der Fußweg dauert so um die 15 bis 20, sogar bis 30 Minuten ganz nach oben und ist gar nicht mal so unanstrengend. Deswegen könnt ihr auf jeden Fall auch die Gondel nehmen, die ihr unten am Parkplatz findet. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir in ein leckeres Restaurant und essen wunderbare Pasta. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Ja, länger hätten wir auf jeden Fall nicht bleiben dürfen, sonst müssen wir auf jeden Fall rüberschwimmen. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es ist eine wunderschöne Insel, Leute. Wer das Video bis zum Schluss geschaut hat und nochmal einen Daumen nach oben reingehauen hat, bekommt jetzt einen absoluten Geheimtipp geliefert. Wir haben dieses Restaurant bzw. diese Bar nur durch Zufall entdeckt und es konnte uns nur begeistern, denn es gibt nur zwei Speisen auf der Speisekarte, dafür eine Menge Getränke, aber mehr braucht es auch nicht, denn die Speisen werden mit Liebe zubereitet und das seht ihr jetzt. Mama's Food. Oh, danke schön. Yes. Was ist die Pasta of the day? Yes. Which one is it? What's inside the pasta of the day? Also, bei der Pasta gibt es auch ein bisschen Almond, das wird kroppisch gemacht. Ah, okay. Und dann ein bisschen Verkörner von Zucchini. Und dann wird ein paar Peperoni drauf und das wird sehr. Perfecto. What's your name? Daniela. Daniela, nice to meet you. Patrick. Patrick. Sì, Patrizio. Patrizio in italiano. Sì. Joshua. Un poco. Eieiei, Leute. Grazie, Daniela. Da wird die Taormina-Tour mal wieder zu einer absoluten Food-Tour. Ich habe gerade einen absolut genialen Spot entdeckt, beziehungsweise wir durch Zufall. Wir sind durch die kleinen Gassen von Taormina geschlendert und kamen an Don Nino vorbei. Ein kleines, unscheinbares Restaurant mit einer Bar. Perfekte Preise und es gibt zwei Tagesgerichte. Eins, auf was auf der Karte steht, und mal ein wechselndes Tagesgericht. Wir haben uns dazu entschieden, beide mal durchzuprobieren. Wir haben hier einmal Rigatoni mit Peperoni. Was haben wir noch? Pesto, Mandel und Knoblauch und Olivenöl. Das sieht richtig gut aus. Und dann haben wir hier nochmal eins mit Pistazien, Pesto und Schinken. Guanciale ist es, glaube ich. Ja, alles sieht richtig gut aus. Und Leute, wenn ihr hinkommt, grüßt die beiden von mir, vor allem Daniela, sehr sympathische Unternehmerin, die ja alles selber zubereitet, hinten in der Küche, zwei so Herdplatten. Und ich liebe ja solche Orte, wo man einfach nur entspannen kann und einfach noch die Läufer? Ja. Und einfach noch die Besitzer selber am Herd stehen und das Ganze hier rocken. Nicht so viele Sitzplätze, aber es lohnt sich auf jeden Fall, hier vorbeizuschauen. Leute, für Homemade Pasta lohnt es hier auf jeden Fall herzukommen. Schmeckt so fantastisch. Recht cremig die Pasta bzw. das Basilikum-Pesto, was dazu ist. Aber mega geil abgerundet mit so einem Mandel-Crunch. Also auf Sizilien, habe ich gemerkt, benutzen die sehr, sehr viele Nüsse. Und entweder sind es Pistazien oder Mandeln. Beides mega gute Kombi. Zu einer Pasta habe ich so noch nie gegessen. Und es duftet hier einfach unfassbar gut nach Knoblauch. I like it. Mm. Ich muss ehrlich mit euch sein, Sizilien entwickelt sich immer und immer mehr zu meinem absoluten Lieblingsort in Europa.
Oder beziehungsweise zu einer meiner Lieblingsinseln. Bisher war es ja wirklich Mallorca, weil es einfach so nahbar ist und ich einfach viel Verbindung mit der Insel hatte. Und jetzt, nachdem ich das zweite Mal auf Sizilien hergekommen bin, ich muss sagen, ich bin absolut verliebt in diese Landschaft, in die Kultur, in das Essen natürlich sowieso auch. Aber ich habe mir zum Beispiel gerade in der Bucht davor die Isola Bella angeschaut. Und jetzt bin ich eine Bucht weitergefahren und man sieht einfach den verschneiten Ätna. Wie genial ist das denn? Einer der höchsten aktiven Vulkane Europas und den noch mit Schnee bedeckt zu sehen, während ich hier im T-Shirt an der Küste unten sitze, das ist einfach nur traumhaft, Leute. Ich muss sagen, Sizilien kämpft gerade um Platz 1 mit Mallorca. Ich werde hier wahrscheinlich noch öfters hinkommen, weil ich es einfach so schön finde und nicht so touristisch überladen, muss ich sagen, wie zum Beispiel Mallorca. Ja, Taormina ist auf jeden Fall ein Place. Ja, Taormina ist auf jeden Fall ein Ort, der ein bisschen voller ist als Cefalù zum Beispiel. Und ich weiß auch nicht, wie es genau in der Hauptsaison sein wird. Wahrscheinlich auch sehr überlaufen. Aber wow, Leute. Sizilien hat auf jeden Fall Teil meines Herzens gestohlen. Und ich hoffe, ich konnte das in meinen Videos auch ein bisschen an euch rüberbringen.